bin Ben, ich bin 12 Jahre alt, komme aus Frankfurt und mache richtig gern Graffiti. Ich gehe jeden Mittwoch in die Naxos-Halle. Das ist ein Jugendzentrum hier in Frankfurt, wo ich legal Graffitis machen kann. Dort kann man auch kostenlos mittwochs Mittag essen und ich kann mich dort mit anderen Malern austauschen. Hier hat jeder auch irgendwie Verständnis für Graffiti, weil es gibt Leute, die sagen ja hier, mit Figuren kann ich was anfangen, aber mit diesen Buchstaben, das finde ich total komisch, braucht man nicht und so, und hier sind halt alle dafür offen. Wir haben 7 Grad. Wir haben 5 Grad. Das ist rumgejammer hier mit den Temperaturen. Yes. Das Wichtigste für mich in der Naxos-Halle ist, dass ich immer sprayen kann, auch wenn es ziemlich kalt ist. Ich habe nie gemalt. Man musste mich immer zwingen zu malen. Und dann durch meinen Bruder Graffiti entdeckt, und dann habe ich wirklich 3 Bilder am Tag oder so gemalt. Wenn man jetzt das erste Mal an der Wand steht, dann muss man erstmals hinbekommen, einen geraden Strich zu ziehen, ohne dass es runterläuft und ohne dass es mal da dicker ist, mal dünner und dass es total vernebelt. Also, ich beschäftige mich ja schon ziemlich lange mit Graffiti. Ich mache schon lange Graffiti und ich habe auch schon viel gemalt hier in der Naxos-Halle in Bad Vilbel. Und was für mich jetzt auch so ein Ziel wäre und was ich unglaublich gerne mal machen würde, ist auf so einem Festival zu malen, weil dort mir auch einfach total viele Leute einem auch zugucken. Da sind viele Leute und das ist auch einfach das Spannende daran. Proportionen stimmen. Aber das verbraucht halt so viel Farbe. Na gut, aber hier hast du das Problem, dass du mehrmals drüber gehen musst. Also guck mal, du gehst mehrmals drüber, hast du im Endeffekt genauso viel Farbe verbraucht. Stimmt. Es gibt unterschiedliche Sprühköpfe, sogenannte Caps, für dicke oder dünne Linien. Wenn man etwas schnell ausfüllen will, nimmt man die dicken. Und wenn man feine Sachen oder Außenlinien machen will, dann nimmt man eher die dünnen. Outline muss man echt üben, viel üben. Mir hat es echt auch lang gedauert, bis ich die jetzt so wirklich hinkriege. Ja, wenn man da noch nie gemalt hat. Ich bin hierher gefahren beim ersten Mal und habe mir gedacht, ach, mach ich mit links. Und dann habe ich das erste Mal drauf gedrückt und es hat gelaufen, gelaufen, gelaufen. Also die Farbe ist gelaufen. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, das schaffe ich ja nie ein gutes Bild. Ja, und dann bin ich aber trotzdem dran geblieben, weil mir Malen halt richtig viel Spaß gemacht hat. Und ja, jetzt wird es so langsam immer besser. Links Blatt, rechts die Dose. Und dann gucke ich halt immer wieder drauf, gehe zurück, guck's mir von hinten an, sodass ich probiere, 1:1 zu übertragen. Klappt nie, dass ich 1:1 übertrage, aber es wird immer besser. Letzten Herbst in der Frankfurter Innenstadt habe ich einen der ganz großen Sprayer getroffen, den Ken Tu. Der war auch schon mal hier. Ken Tu ist richtig bekannt, auf jeden Fall. Und ja, das Bild, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber es hängt auf jeden Fall schon lange in der Naxos-Halle. Hier zum Beispiel der Charakter, diese Stellen mit dem Weiß hier drin. Vor allem hier sowas, das ist unglaublich. Finde ich. Und dann hier die Schatten rein. Ja, krass. Cool. So würde ich ihn bezeichnen. Also, ich habe total Respekt. Also, sein Style ist super. Natürlich ist er auch ein Vorbild mit den Charakteren und so. Aber ich würde ihn niemals kopieren, weil ich selbst meinen eigenen Style finden muss. Warte mal, das ist cool. Hä? Wo war das? Eigentlich sind nicht so viele in meinem Alter hier, aber sie sind ja keine Leute, die ich dann irgendwie auslachen oder so. Nein, das ist mein Orange. Nein!
Die Skizzen sind auch dazu da, dass man seinen Style weiterentwickeln kann, dass man üben kann da drin und auch einfach halt auch zum Spaß. Ja, ich würde hier so diese Schwünge noch ein bisschen ändern. Ja, sowas. Ja, von den Proportionen her ist so gut. Du hast ja alles beachtet, ist alles schön kompakt. Die Leute hier helfen mir auch nach einem Graffiti-Festival zu suchen, wo ich auch mal malen darf. Mein Gen. Kommt aber wirklich immer das Gleiche. Ja, dann muss schon bewerben wahrscheinlich. Also ich würde mal ein paar Skizzen machen. Dann mal rausfinden, wer das veranstaltet und dann mal irgendwie anfragen. Als ob ich da jetzt malen kann. Ja, warum denn nicht? Da gibt es immer irgendwie öffentliche Flächen dann. Also es ist ja in der Regel immer so, es gibt ein paar Profis, die malen, und dann gibt es immer ein paar Wände, die dann so für weil, die... Als ich mal da drauf gekommen bin, dachte ich, da gibt es auch so eine Wand. Also stand da für Anfänger, die können sich da einfach probieren. Ja, das kann gut sein. Ja. Also es gibt in der Regel ist immer so, es gibt ein paar Leute, die malen dann professionell, so Show malen und dann gibt es immer ein paar Wände, wo dann quasi jeder irgendwie dran darf. Jeder hat ja seinen eigenen Namen, also nicht seinen richtigen Namen, sondern man denkt sich Name aus und dann entwickelt man einen Tag. Das ist ein Schriftzug, der jetzt aber keinen dicken Buchstaben hat, sondern aus normaler Schrift besteht, die dann abgeändert ist, mehr Schwünge drin und so weiter. Ich habe auch einen Tag, aber ich setze es nicht illegal an irgendwelchen Wänden an. Das ist verboten. Und wenn man dabei erwischt wird, kann es richtig teuer werden. Mein großer Bruder hat mich so ein bisschen zu Graffiti verleitet. Der hat angefangen zu malen, also Graffiti zu malen. Und dann fand ich das so cool und wollte es unbedingt auch machen. Aber ich habe dann halt auch immer nur 5 Minuten Bilder gemalt. Run, das war so damalig mein Graffiti-Name. Ich habe mit dem Bleistift angefangen, dann habe ich die Outline gemacht, dann habe ich gefüllt und dann zum Schluss den Hintergrund. Da habe ich auf jeden Fall mich schon weiterentwickelt, habe ich auch ein komplizierteres Fill-In gemacht, das heißt, das ist das innen drin, das Gefüllte. Und habe dann auch schon mehr Hintergrunddetails gemacht, habe daneben meinen Tag gemacht. Ich glaube, da war ich 10. Da sollte so wie so eine Felswand sein, die zertrümmert worden war, also zertrümmert worden ist und dann hier so mein Bild rauskommt. Und das finde ich schon auch wieder besser, weil Linien sind sauberer, hier der Hintergrund ist. Ich könnte es vielleicht an die Wand machen, würde ich ein paar Extras und so weglassen, aber es wäre immer noch eine starke Herausforderung für mich. Vielleicht würde ich es auch schaffen, aber ich habe Angst davor. Weil so ein Bild wird auch teuer. Und wenn ich es verkacke, dann habe ich immer so ein schlechtes Gewissen. 20 Euro, Mann. Hi. Hi, Ben. Grüß dich. Und, wie geht's? Ja, ganz gut. Hier? Ja, passt. Wenn ich dann irgendwann ein bisschen Geld zusammengespart habe, dann kaufe ich mir ein paar Dosen und dann fahre ich nach Bad Vilbel, da sind freigegebene Wände, und mal dann ein etwas größeres Bild, wo dann meistens auch 4 Buchstaben sind, und probiere die sauber und ordentlich, so dass es aber auch wirklich gut aussieht, für meine Verhältnisse gut aussieht, die hinzukriegen. Hier, viel Spaß beim Malen, gell? Mal was ordentlich. Ciao. Nein. Ich bin heute hier hingekommen und habe dann den Kentu getroffen. Hi. Ich glaub's nicht. Ja? Hi. Geht's gut? Ja, bei dir? Ja, auch. Ich bemale leider gerade dein Bild. Ja, egal. Egal? Ich glaub's gerade gar nicht.
Richtig cool. Malst du auch was heute? Ja, ich denke schon. Ja? Wohin? Wo du magst. Du bist der Erste, der da ist. Wenn du willst, kannst du hier malen. Ja? Ja. Okay, das mache ich. Ja? Gut. Ist das das erste Mal, dass ich jetzt mit jemandem so Bekannten eine Wand male? Willst du keine Fill-ins machen? Also irgendwelche Designs oder sowas? Womit denn? Hm? Ja, zum Beispiel, du kannst ja mit der Farbe zum Beispiel irgendwas, ist immer einen dicken Strich hier runter machen, rüber. Ich finde Designs sind immer ganz gut, wenn man die macht. Jetzt hast du natürlich Fettcap drauf. Wenn die quasi so ein bisschen dem Schwung vom Buchstaben folgen. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, so. Ja. Zum Beispiel, weißt du, jetzt kannst du ja mit dem Hellen das hier wegcutten, ja, dass es hier schön spitz zuläuft. Ja? Und genauso kannst du ja jetzt. Genau. Und genauso kannst du ja jetzt quasi hier weitergehen mit dem Hellen. Stimmt. Ne? Oder und eine dünnere Linie rein. Und dann hier und dann vielleicht. Also quasi hier dünn und dann vielleicht hier dann dicker werden oder so. Also da kannst du einfach mal ein bisschen probieren. Hast du schon mal an der Jam gemalt eigentlich? Jam? Ja. Nee. Noch gar nicht? Noch nie. Willst du dir das mal zutrauen? Ich würde es mal probieren, ja. Ja. Es gibt ja viele Veranstaltungen. Ich bin zum Beispiel jetzt am 1. Mai bin ich in Kassel. Und dann kannst du da ja mal nachfragen. Ja? Und müsste ich denen dann noch Sachen von mir schicken? Das musst du fragen, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Okay. Also bei mir ist was anderes. So, ich kriege keine Vielleicht will er Sachen sehen, das weiß ich. Das musst du ihn fragen. Ja. Ja, musst du einfach mal kontaktieren. Und das wäre doch mal cool, oder? Ja, wäre cool. Hallo, hier ist Ben. Ich würde mich gerne wegen der MyJam erkundigen, was man da machen muss, um vielleicht mitmalen zu dürfen. Hi Ben, bist du wie alt? Ich bin 12. 12, krass. Ja, cool. Ja, so junge Leute sind natürlich auch immer gerne. Wie sieht es denn aus? Willst du mir vielleicht noch ein paar Pieces schicken oder ein paar Sketches? Oder? Ja, gerne. Gerne. Okay, ich schreibe es mir kurz auf. Also klein, groß. DE oder .de. Gut, dann schicke ich dir mal ein paar Sketches, Pieces, was ich so auf Lager habe. Cool, alles klar. Schau ich mir gerne an. Okay, super. Vielen Dank. Ja, würde ich sagen, bis später. Bis später, ciao. Ciao. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
ich darf kommen. Ich will probieren, ein kompliziertes Bild zu malen, um zu gucken, ob ich es hinkriege. Und wenn ich es nicht hinkriege, dann male ich sowas wie letztes Mal und muss mich langsam rantasten. Aber ich will jetzt einfach mal probieren, so ein Bild wie den an der Dose zu malen, wie den Sketch, den ich ihm geschickt habe. Und wenn es klappt, dann könnte ich sowas an der Mailchimp malen. So wie diesen Sketch. Ich habe in der letzten Zeit viel dazugelernt und jetzt, wo es wärmer wird, treffen mein Bruder und ich uns öfters mit Freunden zum Malen. Diesen Sonntag malen wir was ganz Besonderes und malen alle dieselben Farben. Für mich ist das auch eine gute Vorbereitung für die Mailchimp in 2 Wochen. Findest du die Skizze für heute? Ja, sehr gut. Wolltest du ja nehmen. Ja, nur ich will nicht, dass diese ganzen Sachen offen lassen. Weil ich habe das mal mit dem Chrombild probiert, rauszumachen. Das hat nicht so ganz geklappt, das Fell dann rauszuholen. Und hier. Das ist für die Mailchimp. Ich habe noch keine Farbidee. Ich will nur diese Dinger hier weglassen. Ja, aber wenn ich das hier weglasse, dann fehlt doch hier irgendwas, weil hier sind bam, extra, ja, extra, extra, extra. Pfeil stattdessen hin oder so. Hier raus oder da raus? Ja, hier oben aus dem T. So, was? Ja. Ja, okay, mach ich. Wir haben uns um 11 Uhr hier in Bad Vilbel verabredet. Hier, wir malen so an der hinteren Wand vom Schwimmbad, das ist erlaubt. Und wir malen zusammen ein Konzept, das heißt der Tobi, der Domi, der Tom und ich. Das Konzept heißt alle die gleichen Farben. Und wir verbinden dann die Bilder zusammen mit schwarzem Hintergrund. Dass wir das Konzept dann doch machen wollen. Die hier, ey, Tobi. Hier mein erstes richtiges Konzept und dann direkt mit den Leuten hier, mit Tobi, mit Domi, meinem Bruder. Das ist super. Bis in die Ecke? Komplett. Hier in Bad Vilbel, ich glaube, es gibt 4 Wände. Und es ist auch so, dass wenn man hier malt, dann kommen irgendwie Leute mit dem Fahrrad vorbei und mal so, oh, schön, was Neues, cool. Bad Vilbel hat einen ganz anderen Blick zu Graffiti. Die finden das schön, die finden es gut. Das ist für die Kunst. Ich komme da nicht dran. Wie wäre es, würde ich da oben, weil ich komme da eh nicht dran, das Filling so raus. Keine schlechte Idee, so abnebeln. Das ja, genau, und das kann ich ja dann beim F. Beim F da oben auch machen. Gute Idee. Mach ich? Ja. Ich mach's einfach. Genau, mach einfach. Ja. Ich kenne niemanden in meinem Alter, der jetzt schon so lange dran ist. Und wenn man mit Älteren malt, dann können die einem auch Tipps geben. Und dann, die sind halt auch alle voll nett zu mir, bewerten es auch, was mir wichtig ist. Weil Graffiti ist für viele Leute auch so ein Nebending. Für mich ist eigentlich mein Leben.
Ich denke fast jede Sekunde, eigentlich die ganze Zeit mein Leben, jeder Tag, ich stehe auf, Graffiti. Ich gehe in die Schule, Graffiti. Graffiti, Graffiti, alles voll. Seid nicht komplett? Ja, auf, Domi. Ja, dann die Deutungsbilder. Der Marius macht, Domi, du bist voll geil. Der Marius macht links ein Bild. Ich sollte eigentlich super zufrieden sein, ist mein bestes Bild bisher, aber bei My Jam, da setze ich einen oben drauf. Der Kauf der Dosen, da haben mich zum Glück dann meine Eltern unterstützt, weil es natürlich auch ein besonderes Event ist. Hier und dann müssen wir hier hinterlaufen, dann müssen wir also als letzte in, Wand. An der letzten Wand. Ja, fast, glaube ich. Okay. Da ist, der Fluss. Wenn der Fluss da ist, dann ist das unsere Wand. Das ist da ein Breakdance-Bereich. Nee, aber guck mal, wenn das der Fluss ist, dann ist die erste Wand. Dann ist das unsere Wand. Hier sind ja aber zu wenig Wände eingezeichnet. Also hier ist die A-Seite. B-Seite ist die Seite drüben auf der anderen Seite der Fulda. Wir sind hier auf der My Jam in Kassel. Das ist das erste Mal, wo ich auf einer richtigen Jam malen kann. Siehst du da auf die Und ja, das ist was total Besonderes. Werde ich so schnell nicht vergessen. Ich male zusammen mit dem Tom. Ich habe eine Skizze gemacht. Mit dem Tom habe ich mir Farben habe ich mir überlegt zusammen. Und dann, ja, jetzt machen wir gemeinsamer Hintergrund, gemeinsames Fill-in, alles gemeinsam. Kento war da, der hat ein richtig gutes Bild gemalt, wir haben uns viel unterhalten, hat mir Tipps gegeben. Richtig weit runterziehen, dann mit so einer kleinen Verbindung wieder ins Fell reinbringen. Das Fill-in war nicht so cool. Blöd war, dass Gelb die Farben nicht so gut gedeckt haben. Der Zeit tut's weh, auf die Dose zu drücken. Und auch allein die Konzentration aufs Bild und das ist anstrengend. Dann kam der Kento rüber und meinte so, ja, dann mach den ganzen Hintergrund schwarz. Dann kommen die Farben nämlich viel besser. Ich würde immer wieder probieren, auf so einem Festival zu malen, weil Festival malen macht viel mehr Spaß, du lernst Leute kennen. Es war schon eine coole Atmosphäre hier. Ich wünsche mir natürlich, dass ich einen richtig coolen Style bekomme später, weil der entwickelt sich ja noch die ganze Zeit. Und dass ich gut Geld verdiene und jedes Wochenende malen gehen kann.